Am Telefon ist jetzt, ich habe mir vorhin gedacht, das ist eine interessante Vorwahl, da ruft uns jemand aus Pennsylvania an, der Günther. Stimmt das? Grüß Gott, hallo. Hallo, hören Sie mich? Ja, ich kann Sie hören. Grüß Gott, bitteschön, Sie sind auf Sendung. Prima, schönen Nachmittag. Ja, ich spreche mit Ihnen aus den USA. Ich bin der ehemalige Honorarkonsul der Republik Österreich aus Pennsylvania. Und ich lebe seit 50 Jahren in den USA. Und ich wehre mich, dass da ein selbsternannter Fachmann sich Sachen anmaßt, über die USA zu wissen, die nicht Fakt sind. Zum Beispiel? Ich bin ein Unabhängiger, ich gehöre weniger einer politischen Partei an, noch gehöre ich den Republikanern an. Ich war früher einmal ein Republikaner, habe aber mit dem Präsidenten Donald Trump studiert in Philadelphia. Ich habe meinen Master's in Business Administration mit dem Donald gemacht. Und ich kenne ihn persönlich gut. Das ist ein ganz, ganz lieber und feiner Mensch. Und ob der Donald Trump nicht doch noch unser Präsident ist, das werden wir erst am 20. Jänner wissen. Denn dann wird erst die große Entscheidung kommen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass hier großer Wahlschwindel gemacht wurde. Ich bin sehr, sehr traurig darüber, dass die Nachrichten und die Medien manchmal so falsch über Amerika berichten. Aber dass er zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, auch jetzt erst zuletzt vor dem obersten US-Gerichtshof gescheitert ist, da sitzen ja auch Richter drinnen, die von ihm selbst ernannt wurden, von Donald Trump. Das ist ja unbestritten, oder? Er ist ja nicht gescheitert jetzt. Das letzte Urteil war das Urteil gegenüber Pennsylvania, aber das ist ja nicht ein ganzes Urteil gewesen. Schauen Sie, in Pennsylvania, ich kenne mich in Pennsylvania aus, glaube ich. Und ich glaube, ich habe mehr Erfahrung zumindest über das Wahlsystem. In Pennsylvania ist es ganz anders gelaufen. Da wurden natürlich in den großen Städten wurde gemogelt. Philadelphia, das 62 Jahre Demokraten haben und die schwarze Bevölkerung dort fast verhungert und in Pittsburgh. Aber, was wirklich entscheidend sein wird, das ist, was der US-Kongress am Schluss machen wird. Es ist ja der US-Kongress, wenn auch das Supreme Court nicht entscheiden wird, aber da sind wir uns noch nicht sicher. Es wird der US-Kongress entscheiden und dort hat jeder Staat dann nur eine Stimme am Schluss. Und das ist in der US-Constitution. Und dann müssen wir schauen, was da wirklich passiert. Mhm. Ich glaube, dass wir müssen da sehr, sehr vorsichtig sein und behutsam umgehen mit dieser Sache, bevor wir hier, wie soll man das sagen, das Kind mit dem Bade ausschütten. Günther, ich danke Ihnen für Ihre Meinung. Wir lassen dann auch noch andere zu Wort kommen, aber ich danke, dass Sie Ihre Meinung sagen. Wie spät ist es bei Ihnen jetzt gerade übrigens? Sie sagen, Sie sind in Pennsylvania. Es ist 7.44 Uhr am 9. Dezember 2020 und wir sind genau 2 Tage vor der Kriegserklärung der Vereinigten Staaten an Europa. Aha, okay, ja, sozusagen ein geschichtliches Datum, meinen Sie? Ja? Ja, fast ein geschichtliches Datum. Ja, ich bin ja, wissen Sie, ich bin ein Enkelkind eines Holocaust-Survivors. Ja. Und ich bin ein Jüdisch auch noch dazu. Günther, ich danke Ihnen für Ihre Meinung und Ihre Ausführungen. Alles Gute. Und schönen Gruß nach Pennsylvania in dem Fall. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ihnen auch. Oh, ja, jetzt hallo? Ah, jetzt war irgendwie doch.